ich mir erstmal gemütlich. Oh. Hui. Bisschen Sit-Down-Comedy machen. Ach, so. Schön, dass ihr alle da seid. Oh, man fühlt sich gleich so groß. Man sieht so Leute. Es ist, also man sieht sie im Grunde genommen nicht. Wow. Ja, ist auch ganz, ganz interessant. Ich habe nämlich im Grunde genommen alles vergessen, was ich erzählen wollte. Das macht aber nichts, weil das beschreibt eigentlich ganz gut mein Leben. Es ist ein bisschen, ja, traurig. Aber am Anfang fange ich eigentlich immer so an, dass ich gucke, wie so das Niveau im Publikum ist. Ja, das ist immer so, weil nicht jeder versteht jeden Witz und dann ist es halt ein bisschen problematisch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle, hey, wir haben wieder das Problem mit dem Endlager vom Atommüll, ja, dann schmeißt den Scheiß doch einfach in die Asse, so wie früher. Ja, so, da lachen jetzt die Älteren, weil die das noch wissen. Und den Jüngeren kann ich nur sagen, googelt mal die Asse, es ist echt lustig. Ja? Was man da alles reingeschmissen hat, ist unglaublich. Und wie man das dann alles mit dem Schaufelbagger gequetscht hat, sich gedacht hat, na klar, so Atommüll, der hält ja was aus. Ja, der strahlt ja ewig, dann lässt er sich auch nicht verbiegen. Mit der Tonne haben sie nicht gerechnet, deswegen ist das ein bisschen doof. Ja, und manche lachen dann so mit, ja, klar, weil Lachen ist ansteckend. Also quasi wie AIDS. Ja, okay, jetzt haben wir das schon ein bisschen abgesteckt. Das ist schon mal sehr gut, ja, es ist ansteckend wie AIDS. Und wenn man sich mal so überlegt, in welchen Ländern AIDS noch so richtig boomt und so der absolute Hit ist, ja, dann fällt einem auf, die Leute da haben irgendwie gar nichts zu lachen. Ja, der Umkehrschluss, da sind die Mathematiker wieder ganz groß dabei. Ja, es ist auch schade, dass ich jetzt in der ersten Hälfte dran bin. Ja, weil normalerweise in der zweiten Hälfte seid ihr viel betrunkener und die Leute wissen, gerade die, die sich mit Statistik auskennen, statistisch gesehen bin ich lustiger, wenn ihr betrunken seid. Ja? Es ist einfach, ich weiß nicht, da besteht irgend so eine Korrelenz, ja. Ich bin kein Mathematiker, wie man vielleicht merkt. Ich habe schon Probleme so mit dem Zählen. Das macht aber nichts. Ich habe auch das Problem, ich trinke gar keinen Alkohol. Das heißt, ich werde auch nicht, also es ändert sich nicht. Ich bleibe entweder gleich lustig oder gar nicht lustig. Obwohl so gar kein Alkohol ist jetzt auch nicht so richtig. Also ich trinke schon, aber nur auf der Arbeit. Alles andere wäre einfach unseriös. Ich habe halt viel mit Kunden zu tun und wer von euch arbeitet im Kundendienst? Irgendwer mal mit Kunden zu tun? Ja, mit Kunden, bei Amazon, man kennt es. Man möchte sich eigentlich den ganzen Tag betrinken. Übrigens, ich habe gestern was bestellt, das sollte heute ankommen. Ja? Okay. Ja, ist gut. Dann hoffe ich, es ist da, wenn ich nach Hause komme. Ja, das wäre schon ganz gut. Genau, aber es ist schrecklich. Also man möchte sich wirklich nur betrinken. Deswegen trinke ich auf der Arbeit dann aber auch richtig stramm, ja. Meistens fange ich morgens schon also direkt mit der Druckbetankung an und dann lasse ich so langsam abklingen, ja. Und die ersten zwei Wochen war ich noch nüchtern und es war schrecklich. Ich bin dann auch zu meinem Kollegen gegangen und habe gesagt, du, ich habe ein Problem. Ich habe das dringende Bedürfnis, mich zu besaufen. Und dann guckt er mich an und sagt, du bist nüchtern? Alter, du kannst doch nicht nüchtern zur Arbeit kommen. Das ist doch der Horror. Wir sind alle betrunken. Ach, okay. Cool. Dann hat er mir seine Notration gegeben und ich habe mich besoffen und dann war es auch wirklich sehr erträglich. Ja. Aber ich meine, die meisten von euch kommen so aus der Großstadt Berlin oder aus anderen Großstädten. Oder? Ja, irgendwie. Ja, ja. Das ist doch schön. Ja, insofern denke ich mir so, wenn ihr mal ehrlich seid, habt ihr wirklich geglaubt, einer von uns wäre nüchtern? Ja? Achso, ich habe gar nicht erzählt, was ich mache. Ich bin Taxifahrer. Ja. Ne, deswegen, ich fange auch nachher noch an zu arbeiten. Also wenn jemand ein Taxi braucht, könnt ihr gerne mich an der Bar aufsammeln. Und ja, das ist auch immer sehr, sehr nett mit den Kollegen, weil man ist ja dann auf der Arbeit tatsächlich angeheitert und wenn man sich dann mit denen unterhält. Aber einer hat gesagt, er möchte jetzt ein bisschen gesünder leben. Und hat gesagt, er macht jetzt Sport. Ich mache jetzt Sport. Und er
sieht in etwa ein bisschen so aus wie ich. Dann dachte ich mir, okay, kannst du gebrauchen, ich auch. Was machst du denn? Dann hat er gesagt, ja, ich spiele jetzt Golf. Du weißt schon, dass das kein Sport ist, oder? Also nichts gegen so Leute wie Tiger Woods, das ist klar, dass die nebenbei noch so ein bisschen Sport machen. Aber nur um sich fit zu halten, um so viele Turniere hintereinander, klar, die Profisportler, das ist Sport, natürlich. Aber einfach nur so auf den Golfplatz gehen, mit einer seltsamen Karre von einem Loch zum anderen zu fahren, ja, sorry, da kann ich auch Zuhälter werden, ja, da verdiene ich wenigstens Geld bei. Also echt mal. Naja, es ist jedenfalls ganz schrecklich und aber man hat dann eben auch manchmal Spaß, gerade wenn man als Taxifahrer, man fährt halt so ein bisschen, na, wie man halt so fährt, ja, ihr wisst es. Ja, im Grunde genommen, das liegt aber auch daran, dass wir alle keinen Führerschein haben. Ja, das schließt sich aus. Klar, also wir hätten ja sonst Angst, den zu verlieren, so besoffen wie wir sind. Aber das ist kein Problem, weil man geht, man macht seinen Taxischein. Also ich habe ein duales Studium gemacht, Philosophie und Taxischein. Ja, damit man wenigstens eins hat, womit man Geld verdienen kann. Und ja, man fährt dann halt und man geht dann halt zum Taxi. Man macht den Taxischein, wenn man den bestanden hat, muss man zu einer Stelle und den abholen. Ja, und man geht dann dahin und sagt dann, ja, und dann, ja, zeigen Sie mal her, Pass oder Führerschein, wenn Sie haben, und dann Führerschein gibt man hin, dann kommt die zurück und man kriegt den Taxischein und dann sagen Sie, Entschuldigung, aber was ist denn mit meinem Führerschein? Die guckt nur. Echt jetzt? Den hast du morgen eh nicht mehr, also lass den am besten gleich hier. Okay. Ja, und das ist dann auch ganz cool, es gibt dann Leute, wenn man so fährt wie so ein Henker, dann kommt so eine typische deutsche Tugend, ja, das Nebenherfahren und so lange nebenherfahren, bis derjenige, auf den man wütend ist, einen anguckt, damit man ihm sagen kann, was man von ihm hält, damit er das nie wieder macht. Ne? Und das wird dann auch kilometerlang durch, ich hab's ausprobiert, kilometerlang, ja, und das Ganze kann man einfach abkürzen, wenn man merkt, dass, ne, man schneidet ein, das passiert mir relativ häufig, manchen passiert es aus Versehen, und dann einfach schon, wenn man merkt, der zieht vorbei. Glaubt mir, der macht nichts mehr. Dankeschön.